So, dann schauen wir doch mal. Hast du was zu sagen? Und diese ewige Quälerei. Solch ungehobelte Manieren. Irgendwo ist Ruhe Das kann in einem meinem fast den Blut. Appetit verderben. Fast. Ja, sieht man. So. Ja, das sieht echt aus wie ein Tempel. Oder wie eine Gruft. Aber wo ist hier ein Eingang? Da war gerade ein Fragezeichen. Hohes Haus der Wunder. Ja, das ist ein Tempel. Nur wo geht's da rein? Ich höre auch eine Kirchenglocke. Wie schaut's hier aus? Ah, da ist der Eingang. Ja, Mensch, du musst nicht mehr lange warten, wo auch immer du gerade wartest. Du da? Ist das ein Museum? Folgt mir bitte. Willkommen, meine Ich lieben schwöre Besucher im euch Haus bei der der Wunder. Majestät Bitte Gon, folgt mir, bevor ich werde sie. mich bemühen, euch Gons Erhabenheit begrifflich zu machen. Wir wollten eigentlich unseren Freund wiederbeleben, aber na gut. Denn erzähl mal, was ist das da? Hoffentlich hatte ich hier keine Schwierigkeiten, den Weg hierher zu finden. Häufig verwechseln die Besucher unser Gebäude mit seinem Pendant auf der gegenüberliegenden Straßenseite, dem Hohen Haus der Wunder. Es handelt sich dabei um den heiligen Tempel des Gond. Ah. Und das Zentrum unserer Gemeinde an der Schwertküste und damit dem Muttertempel des hiesigen Gebäudes. Die bauliche Trennung der beiden Häuser soll verhindern, dass die Heiligkeit unserer Verehrung vom Tourismus gestört wird. Die einzige Verbindung zwischen den beiden Gebäuden, eine Brücke, ermöglicht die gemeinsame Bewachung. Na gut. Das heißt, irgendwo geht's hier. Ist das ein UFO? Ewiges Licht. Dampfdrachen. Was ihr hier für euch seht, ist ein gar wundersames Exponat, das seine Entstehung einem unserer verehrten Gnomenbrüder verdankt. Es handelt sich um einen sogenannten Dampfdrachen, ein überaus bemerkenswertes, wenn auch recht lautes Transportmittel für große Gegenstände. Das Feuer im Bauch des Dampfdrachens setzt eine gewaltige Maschinerie in Bewegung, mit der sich Treibriemen und Flaschenzüge in Bewegung setzen lassen. So kann man Lasten durch die Lüfte gleiten lassen, die selbst Dutzende von starken Männerarmen nicht von der Stelle bekämen. In unserem Hafen werden derartige Geräte in großer Anzahl eingesetzt, um binnen kürzester Zeit ganze Schiffsladungen zu löschen. Zwar wurden durch die Einführung der Gerätschaft etliche Scheuermänner um Lohn und Brot gebracht, die wenigen Verbliebenen erfreuen sich aber seither bestens ge bester Gesundheit. Ja, das hat Technik so an sich. So, weiter. Was ist das? Eine Pumpe. Ein weiteres Wunder des Erfindergeistes, die Pumpe von Gond. Indem man sich rittlings auf das Gerät setzt, ist man imstande, nur mit der Kraft der eigenen Beine beträchtliche Wassermengen umzuschaufeln. Die Maschine eignet sich vorzüglich zur Bewässerung von Feldern oder zum Leerpumpen überfluteter Keller. Ganz mühelos ist es auf Dauer nicht, auf diesem Gerät sitzend in die Pedale zu treten. Doch erspart es Rücken und Schultern die beschwerliche Last der Eimer. So, und jetzt erzählen wir mal was zu dem UFO da. Das ewige Licht. Wo nicht als öde Dunkelheit herrscht, dorthin bringt es hellen Schein. Ein ausgeklügeltes System, beruhend auf dem Naturgesetz, dass alles fallen muss, bewirkt, dass die Dochte fortwährend mit Öl versorgt werden und man wochenlang ohne lästiges Nachfüllen auskommt. All dies verdanken wir dem riesigen Öltank. Niemand braucht mehr in der Dunkelheit umherzuirren, wie dies mit der normalen Beleuchtungsart zwangsläufig vorkommt. Oder ist euch schon mal tagsüber das Öl ausgegangen? Das ist eine riesige Öllampe? Ha, na gut. Wo willst du jetzt hin? Oder nee, er war der Führer, ne? Nee, nee, nichts rausnehmen. Wenn jemals ein Wunder vollbracht wurde, so jenes, das ihr nun vor euch seht. Ohne Zweifel kennt ihr die Fernrohre, wie sie der Seemann benutzt. Jene primitiven Gerätschaften, mit denen sich der Verlauf der Küste mehr schlecht als recht erahnen lässt? Dieses Meisterwerk hier, der Handwerkskunst aus dem fernen Lantan,
stellt alles bisher Dagewesene in Schatten. Angeblich taufte der Erfinder seine Schöpfung ursprünglich auf den Namen Teleskop. Wir brauchen dafür die Bezeichnung Fernschweif, die unserer Auffassung nach der Eleganz und Raffinesse dieses Apparatur weitaus besser gerecht wird. Teleskop. Ja. Man kann damit den Sternen weit draußen im Weltall gleichsam ins Gesicht sehen und nicht nur ihnen, sondern auch den Geschöpfen, die dort zu Hause sind. Leider hat Gond unseren Handwerksmeistern bislang noch nicht die Inspiration zukommen lassen, die den unsprünglichen Erfinder beflügelte, sodass die genaue Funktionsweise des Fernschweifs vorerst ein Geheimnis bleibt. So kommen unsere Nachbildungen des im Original zwar an Formschönheit durchaus gleich, vom praktischen Nutzwert her können sie es jedoch bestenfalls mit den eingangs erwähnten gewöhnlichen Fernrohren aufnehmen. Und das können wir anklicken. Nur mal ganz kurz gucken, ich will es ja nicht rausnehmen. Verschlossen. Moment, nur mal ganz kurz gucken. Ein Teleskop. Oh. Ja, nee, das wollten wir nicht. Wir wollten uns doch nur mal ansehen. So. Na gut, war es das mit der Führung? Schön. Dann würden wir jetzt gerne in den Tempel gehen. Er meinte, über eine Brücke könnte man den Tempel erreichen. Das wird dann wohl hier oben sein. Ja, das schaut gut aus. Was es wohl mit dem tollen Scope da auf sich hat. Ob das für irgendeine Quest ist? Ach stimmt, der eine... Was war das? Halbling? In der Taverne wollte, dass wir ihm einen Gegenstand besorgen. Vielleicht war es das? Aber egal. Wir wollen ins Keilen. Begabung waren ja seine Erfindungen. 1000 Goldmünzen. Ach ja, du bist teuer, Minsk. So, wer hatte sein Zeug? Shahira. So, das Schwert auch noch. So, dann ist er wieder ausgerüstet. Shahira kann den Stab da reinpacken. Die Pfeile kannst du immer hin. Ja. Na gut. Heilen will ich kurz hoch. Und dann schauen wir uns weiter in der Stadt um. Wobei ich wirklich versucht bin, dass wir erstmal in das Anfangsgebiet zurückgehen von der Stadt. Weil da haben wir noch die zwei Ankeckpanzer rumliegen. So. Dich heilen. Dich noch mal heilen. Ja, die Stadt ist gefährlicher, als ich dachte. Wenn man schon einen stinknormalen Laden einfach so überfallen wird. Naja. So, raus hier. Denn einen anderen Ausgang scheint es nicht zu geben. Und geht's da auch rum? Ja, gehen wir da rum. Oder auch nicht. Wir wollen da zum Ausgang. Oh, hier sind auch Sachen drin. Aber da werden wahrscheinlich genauso die Wachen kommen, also lassen wir es einfach. So, wir wollen raus, doofe Wache. Na, wer trödelt da? Jahira. So. Also. Dann gehen wir mal hier rum zurück. Okay. Ja. Da lang. Aber das mache ich kurz im Zeitraffer. Also ich laufe jetzt einfach zurück zu dem Magierladen am Anfang, wo die Ankeckpanzer noch oben liegen. Sag dann die Ankeckpanzer ein, laufe wieder raus und melde mich dann wieder. So, die Ankeckpanzer hatten wir jetzt auch eingesammelt. Schauen wir uns doch mal weiter um. Na, wer bist denn du? Siehst auch ein bisschen auffällig aus mit deiner roten Rüstung. Ich muss euch was erzählen. Einen Augenblick bitte. Ich würde gerne ein Wörtchen mit euch reden.
Ihr seid doch Söldner, nicht wahr? Und keine üblen obendrein. Ich habe so etwas in diese Richtung sagen hören. Es heißt, ihr übernehmt hier und da den einen oder anderen Auftrag. Mein Chef würde sich gerne mal mit euch unterhalten, falls ihr gerade Zeit habt. Es ist ihm viel an einer Bestrechung mit euch zu legen. Und er will sie sich 50 Goldmünzen kosten lassen. Ist ganz schön wenig, oder? Also, natürlich ist es eigentlich viel mehr, als manche Leute in der Woche hier verdienen. Aber für uns ist es nicht besonders viel. Aber wir sind trotzdem interessiert, wer es ist. 50 Goldmünzen nur fürs Zuhören? Ein gutes Geschäft. Fahrt fort. So ist's recht. Folgt mir einfach. Ich zeige euch den Weg zur Gilde. Wenn ihr nach der Losung gefragt werdet, sie lautet Fafr. Wenn ihr dann in der Gilde seid, sucht einen Mann namens Alathos Rabenmahl Tuibult. Fafrat Tuibult. Na gut. Da lang? Das ist also die Gilde. Ein runtergekommenes Haus. Was macht denn der Junge da? Na egal. Wir wollen in die Gilde rein. Was auch immer das für eine Gilde ist. Och komm schon, das ist eine Tür. Hallo mein Freund. Ihr da, was tut ihr hier? Ihr solltet hier verschwinden. Nee, es sei denn, ihr wisst das Kennwort. Ja, ich weiß das Kennwort. Fafferar. So ist richtig, Kollege. Ihr könnt jetzt alle reingehen. Auch mal Böses entdecken. Keine bösen Menschen hier. Aber das ist irgendwie alles ein bisschen dubios, hm? Aber immerhin kann sich ja mal umgucken. Da scheinen mir hier Diebe zu sein. Und die werden wohl kaum die Wachen rufen. Ach, verlangsamt. Den Bogen wollte ich eigentlich eh nicht mitnehmen. So. Ein paar Wurfdolche. Was haben wir hier? Noch mehr Wurfdolche. Na gut, gehen wir mal da in den Keller. Wir suchen hier immer noch diesen Rabenmahl, der mit uns sprechen möchte. Ja, definitiv Diebesgilde. Hm? So viele Leute in Lederrüstung und kurzen Schwertern wie hier rumstehen. Bist du Rabenmahl? Willkommen, meine kleinen Freunde. Ruht euch aus und behaltet eure Waffen bei euch. Es besteht kein Anlass zur Feindseligkeit. Okay. Ich muss mich für Nikos Betragen entschuldigen. Übermäßige Zuvorkommenheit steht der Diebesgilde sicherlich nicht an. Doch man muss die Leute nicht um jeden Preis gleich vor den Kopf stoßen. Ich bin Alathos Tuibult. Doch würde ich euch bitten, das nicht allzu oft zu erwähnen. Ihr seid Gerogon, das ist mir bereits bekannt. Ich kenne so gut wie jeden in Baldur's Tor. Ihr seid erst seit ein paar Tagen hier und habt bereits für viel Aufhebens gesorgt. Na gut, wir haben 4 Magier umgebracht in dem einen Magierladen und sonst eigentlich nichts wirklich Auffälliges, oder? Aber gut. Euer Interesse an mir ist sehr schmeichelhaft, doch stelle ich eure Absichten in Frage. Es ist durchaus nicht meine Absicht, euch Honig ums Maul zu schmieren. Ihr sollt nur wissen, dass ich euch seit eurer Ankunft in der Stadt habe beobachten lassen. Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Es geht um einen kleinen Auftrag, für den ich Leute benötige, die hier nicht bekannt sind. Ich bin ziemlich sicher, dass unter den Mitgliedern einer Diebesgilde viele zu finden sind, die zu allem fähig sind, was man von ihnen verlangt. Die Gefahr, erkannt zu werden, ist von geringerer Bedeutung, wenn man fähig ist, sich unsichtbar zu machen. Warum braucht ihr mich? Scharfsinnig, sehr scharfsinnig. Ich verfüge in der Tat über eine große Anzahl außergewöhnlicher, fähiger und tapferer Leute. Doch viele machen derzeit Urlaub in der Garnison. Wurden gefangen genommen, okay. Der Räuber wegen war die Garde in letzter Zeit äußerst wachsam und so konnte es ihnen gelingen, einige meiner, wie ich neidlos zugestehen muss, besten Leute zu schnappen. Zum ersten Mal seit Bestehen der Gilde haben wir darum, mit einem Mangel an Dieben zu kämpfen. Eigentlich wollen wir uns ja nicht mit Dieben zusammentun, aber wir können seine Hilfe auf jeden Fall gebrauchen, wenn wir den eisernen Thron hier aushebeln wollen. Was genau soll ich tun und wie hoch wäre die Belohnung für meine Dienste? Wie gut könnt ihr bezahlen? Am besten wäre uns natürlich nicht Gold, sondern andere Dienste.
als auch die Spione im Eisenturm und dergleichen. Aber schauen wir mal. Die Sache, um die es sich dreht, ist eine recht verzwackte. Es gibt hier einen Zauberer mit dem Namen Shandula. Der wohnt in einem am Boden verteuten halruanischen Himmelsschiff. Uha, was ist das denn? Offenkundig verfügt er über die notwendigen Kenntnisse zum Bau solcher fliegender Wunder und steht derzeit mit Großherzogin Lia Janas in Verhandlungen über den Verkauf der Rezeptur. Um die Schiffe in der Luft zu halten, benötigt man offenbar dreierlei. Die Anleitung zu einem bestimmten Ritus, ein urgeschichtliches Bruchstück von was, sowie eine antike Statuette. Für die Dauer der Verkaufsverhandlung hat er diese Zutaten bei seinen Töchtern hinterlegt. Ein Vertreter der Halruaner wandte sich an mich. Man ist dort nicht sonderlich erpicht darauf, dass in sämtlichen Häfen Unmengen an Wolkenschiffen gebaut werden. Unsere Aufgabe besteht darin, den Ort der Übergabe herauszufinden, euch heimlich dorthin zu begeben, die Zauberzutaten zu stehlen und sie mir zu bringen. Im Grunde gar nicht weiter schwierig. Ihr sollt gut dafür bezahlt werden. Und mehr Gold erhalten, als ihr tragen könnt, sowie als Dreingabe, wenn alles zu meiner Zufriedenheit verläuft, eine Zauberwaffe oder vielleicht auch zwei. Es kommt ganz auf euch an. Also wenn, würde Imoen das alleine durchziehen. Denn der Rest von uns ist nicht wirklich in Diebeskünsten bewandert und auch von der Gesinnung her nicht wirklich daran interessiert.